So, hallo und willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Heute soll es um die elektrische Fensterverstellung beim 108er gehen. Wenn ich jetzt hier, wie bei mir auf der Fahrerseite, innen den Schalter betätige, geht hier gar nichts mehr. Das Fenster ist jetzt komplett hier nach unten gefahren. Ich sehe es jetzt auch hier. Kann hier durchgreifen, ja. Das Fenster ist unter. Und ich möchte jetzt heute mal schauen, an was das liegt. Dazu baue ich die komplette Anlage aus. Einmal das Fenster mit dem dazugehörigen elektrischen Verstellmotor. Und wie das genau funktioniert, das klären wir jetzt gleich nach dem Intro. So, damit ich natürlich hier an das Innenleben von dieser Tür hinkomme und diese ganze Fenstereinrichtung, muss ich natürlich die Türpappe, die Türverkleidung davor wegschrauben. Hier gab es auch schon mal ein Video, wie das genau funktioniert. Die Infokarte blende ich euch jetzt oben ein. Und jetzt macht es Sinn, wenn ich jetzt hier diese Fensteranlage komplett ausbauen will, wenn ich zuerst dieses Fenster hier von dieser Schiene hier löse, die ist hier unten befestigt mit zwei Schrauben. Und dann nehme ich mir einen 10er Aufsatz und dann kann ich jetzt hier die Schraube als erstes hier lösen, damit ich dann das Fenster nach oben hier rausbekomme. So, das Fenster habe ich jetzt gelöst und wenn ihr jetzt hier so dahinter greift, könnt ihr die Scheibe an sich nach oben drücken und dann kommen wir da hier sieht man auch nochmal, wo sie befestigt war, hier an dem Rahmen und jetzt könnt ihr die Scheibe so nach oben drücken in die Führung. So, jetzt habe ich die Scheibe hier so hochgedrückt und damit die uns nicht mehr runterkracht, mache ich hier so einen Keil rein, damit uns die Fensterscheibe nicht irgendwann dann hier wieder nach unten fährt und dann vielleicht noch kaputt geht. So, die Scheibe haben wir jetzt gelöst. Der Rahmen liegt jetzt hier unten frei drinnen. Jetzt habe ich hier hinten Befestigungsmuttern für diesen Motor. Die muss ich hier lösen. Dann löse, um den Motor dann auch hier durch diese Öffnung rauszubekommen. So, der Motor ist jetzt lose, der war hier befestigt mit den drei Muttern. Den kann ich jetzt auch schon so nach hinten drücken. Aber um jetzt hier an dieser Schiene dran vorbeizukommen, muss die entfernt werden. Die ist jetzt auch noch hier befestigt, einmal hier unten und einmal über diese Innentürbetätigung. Hier habe ich nochmal eine Schraube, mit der der Rahmen hier, diese Führung für das Fenster, dann auch nochmal befestigt ist. Die muss ich jetzt auch noch losschrauben, dann kann ich den Rahmen hier unten rausnehmen. Funktioniert natürlich nur, wenn die Scheibe ganz oben ist, weil die ja sonst normalerweise, wenn sie unten wäre, in dieser Führungsschiene ja entlang läuft. So, die Führungsschiene haben wir jetzt gelöst. Und jetzt kann ich die hier so zur Seite nehmen und kriege die dann nach unten hier raus. So sieht das Ganze dann aus im ausgebauten Zustand. Und hier läuft ja dann an diesem Besen hier entlang die Fensterscheibe dann immer hoch und runter. So, hier meine Schrauben sind gelöst. Und jetzt kann ich hier den kompletten Motor hier zur Aussparung bringen und kann den dann seitlich so rausnehmen. Muss dann hier ein bisschen spielen mit der Schiene hier. Dass sie dann auch hier überall dran vorbeikommen.
Und hier sehe ich dann den Zackelkranz hier auch schon, was oftmals Problem ist, wenn das Fenster nicht ganz runter oder ganz hoch fährt, dass hier schon einige Zacken nicht mehr vorhanden sind. Und dann kann einfach dieser Motor das Fenster nicht mehr ganz nach oben oder ganz nach unten bringen. Aber jetzt, wie hier in meinem Fall, ist das noch in Ordnung. Ich habe nur alle Zacken dran, hier auf dieser halben Scheibe da. So, ich habe jetzt zur Stromversorgung hier von dem Motor mal ein Multimeter dazwischen geklemmt, um überhaupt mal zu schauen, Volt hier überhaupt an diesem Motor ankommt. Ja, und wie man hier sieht, sind es jetzt gerade mal 2 Volt. So, wenn man sich die Mühe natürlich gemacht hat und hat diesen Hebermotor, diesen Fensterhebermotor schon ausgebaut, dann überprüft man natürlich auch die ganze Mechanik, ob das alles noch leichtgängig ist. Ich habe jetzt hier am Motor für den Antrieb diese Platte hier entfernt und jetzt habe ich hier schon ganz, ganz viel altes Fett hier abgetragen, was teilweise schon harzig war und fest war. Und das mache ich jetzt alles nur vernünftig sauber und dann kommt hier neues Fett rein. Vergesst auch hier nicht die Kugel. Hier habe ich einen Schmiernippel, mit dem ich dann von außen auch diese Spindel hier, diese Schnecke hier, wieder frisch fetten könnte. Jetzt habe ich aber den Deckel unter, das heißt, ich kann hier rein und kann hier das alte Fett abtragen und mache das alles vernünftig sauber und dann kommt hier neues Fett wieder rein, damit das alles wieder leichtgängiger funktioniert. So, bevor man sich unnötige Arbeit macht und hier alles an der Tür ausbaut, was hier zur Fensteranlage gehört, überprüfe ich hier erstmal in Fahrtrichtung auf der rechten Seite hier diese kleine Sicherungskäste. Die Fensteranlage ist mit 25 Ampere Sicherung hier mit der blaue abgesichert und da schaue ich natürlich erstmal, ob die Sicherung noch in Ordnung ist, bevor ich anfange, hier die ganze Fensteranlage hier auszubauen. Zusätzlich hat die Fensteranlage hier nur 2 Relais, ein Arbeitrelais und ein Kontaktrelais. Und hier kann ich erstmal schauen, ob hier soweit im Motorraum alles in Ordnung ist. So, wie man jetzt gesehen hat, funktioniert jetzt mein Antrieb hier wieder für die Fenster auf der Fahrerseite. Um sich Arbeit zu ersparen und hier die ganze Türpappe vielleicht umsonst wegzumachen, würde ich erstmal als allererstes überprüfen, ob die Elektrik noch funktioniert. Das heißt, ihr macht die Zündung an, betätigt den Schalter für die elektrische Fensterheber und hört dann an der Türpappe mal, ob der Motor überhaupt noch dreht, ob der irgendeinen Zucker macht, summt oder sonst irgendwas. Und wenn das nicht der Fall ist, dann als nächstes die Sicherung überprüfe im Motorraum. Vielleicht ist dann eine Sicherung durch, dann ist es relativ einfach. Ihr wechselt die Sicherung und dann sollte das Ganze wieder funktionieren. Jetzt bei mir war der Schalter defekt. Ich habe dann einen anderen Schalter genommen von der Beifahrerseite, habe den angeschlossen und siehe da, das Ganze hat funktioniert. Also hätte man sich rein theoretisch den Ausbau von dem Motor hier sparen können. Ich nutze das jetzt natürlich, um alles hier wieder schön sauber zu machen, habe den Motor dann auch noch mit neuem Fett versorgt, dass das alles wieder reibungslos funktioniert und dieser Widerstand nicht allzu groß ist, dass es dann auch, wenn man jetzt wieder einbaut, dann auch die nächsten paar Jahre dann funktioniert. So, für den Einbau wieder alles natürlich in umgedrehter Reihenfolge. Ihr müsst schauen, dass das Fenster hier oben ist und dann könnt ihr mit dem Motor hier wieder durch die Aussparung reinfahren und dann als nächstes die Führungsschiene hier auf die rechte Seite dann wieder installieren, wenn der Motor fest ist. Und dann könnt ihr vorsichtig die Fensterscheibe, wenn ihr sie dann runter macht, müsst ihr mit der Hand unter das Fenster festhalten und dann in diese Gleitschiene hier unten wieder festschrauben, damit das Ganze dann wieder funktioniert. So, ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Heute den Ausbau vom elektrischen Fensterhebermotor an der Tür hier gezeigt, am 108er, an der Fahrertüre und auch die mögliche Fehlerquelle, wenn irgendwas an der ganzen Mechanik und Elektronik nicht funktioniert, wie man dann vorgeht. So, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Schaut auch meine anderen Videos sehr gerne an, abonniert den Kanal und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn ihr wollt, mich würde es wahnsinnig freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao.